Yo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich befinde mich jetzt gerade auf dem Testserver und zwar haben wir hier insgesamt zwei bzw. drei neue Events auf dem Testserver. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an mit dem ersten Event und zwar heißt es das große Zurückgeben. Das Ganze wurde ja auch schon in den Patchnotes angekündigt, falls ihr das Video gesehen habt. Und zwar müssen wir hierfür nicht wirklich viel tun, außer uns täglich einzuloggen, denn ihr habt es ja schon gesehen oder bzw. ihr seht es ja gerade, das Event geht insgesamt 46 Tage. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, wenn wir uns täglich einloggen, pro Tag 5 von diesen Coupons einzusammeln und am Anfang könnt ihr hier irgendwo draufdrücken und bekommt dann insgesamt 40 Stück. Ich weiß nicht, ob das täglich hinzugefügt wird oder ob das nur einmalig möglich ist. Ansonsten gibt es, so wie es aussieht, keine weitere Möglichkeit, insgesamt an irgendwelche Coupons ranzukommen. Wenn ich das Ganze jetzt ausrechne, insgesamt 46 Tage mal 5, das heißt, wir bekommen 230 Coupons raus. Das heißt, wir könnten uns rein theoretisch noch nicht mal diese Kiste hier kaufen. Wäre ein bisschen komisch, aber hier steht bei, dass irgendein 50% Discount in den nächsten 13 Tagen auf uns zukommen wird. Also kann es eventuell sein, dass das Ganze dann eventuell nur die Hälfte kostet. Also dann kostet die Box vielleicht 250. Also könnte man sich die dann rein theoretisch holen, wo hier zum Beispiel die Zwillinge drin sind. Zafrael, Khazad und Mortas, was auf jeden Fall eine gute Sache ist. Und dann haben wir hier aber auch zum Beispiel lila Steinchen, die wir uns rausholen können, die wir insgesamt dreimal holen können. Also ihr könnt auch zum Beispiel sehen, wie oft ihr euch etwas kaufen könnt und wie viel das Ganze insgesamt kostet. Die ganzen Sachen seht ihr ja schon mal hier, was hier drin ist. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns noch die einzelnen Kisten an. Hier sind Hotelmünzen und die verdrehten Essenzen drin. Dann hier haben wir die Essenzen für die Gravuren drin und dann hier haben wir einfach ganz normal rote Möbel, insgesamt 20 Stück. Das können wir uns auf jeden Fall 15 Mal aussuchen. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was hier mit diesem 50% Discount kommt. Falls sich da was tun wird, werde ich euch auf jeden Fall Bescheid sagen, weil falls das Ganze günstiger sein wird, dann würde ich euch auf jeden Fall raten, erstmal 14 Tage abzuwarten, bevor man sich hier irgendwas kauft. Ich würde sagen, wir gehen jetzt aber rein erstmal in die nächsten beiden Events, beziehungsweise ja, ist das Ganze ein Event und zwar würde ich sagen, gehen wir erstmal auf das Rechte und zwar können wir uns hier wieder Belohnungen abkaufen und zwar fragt ihr euch natürlich wieder, wie kommt man an diese Steine oder beziehungsweise an diese Dinge ran und zwar kommen wir hier einmal durch die Tagesquests ran. Wir bekommen hier insgesamt 45 Stück raus, also aus jeder Truhe bekommen wir insgesamt 9 Stück raus. Wenn wir dann hier nochmal drauf drücken und noch mehr drücken, dann gibt es natürlich auch wieder die Möglichkeit unter Eventangebote sich da was zu kaufen. Muss wie gesagt jeder selber für sich wissen. Ich persönlich tue es jetzt aber nicht. Hier gibt es auf jeden Fall nice Sachen bei, wie auch zum Beispiel den Antandra-Skin. War natürlich klar, dass sie den Afa-Skin hier nicht reingemacht haben, weil er schon echt wirklich geil ist. Für Dolly gibt es zum Beispiel auch noch einen Sommerskin. Dann gibt es hier lilane, goldene, rote Embleme, Futterhelden, dann wieder Rüstungsteile T1, T2 und wenn man hoch genug ist, dann wahrscheinlich auch wieder T3 Steine. Dann für die Gravuren die Essenzen, Hotelmünzen und dann gibt es natürlich auch wieder einiges an Helden. Esis, Mesot, Flora, also sind auf jeden Fall gute Helden bei. Auch von den normalen Iron, Saurus sind auf jeden Fall auch stabile Helden und ja, für die Leute, die eventuell gar nichts von brauchen, gibt es dann natürlich auch noch die Möglichkeit, das Ganze in Goldmünzen umzutauschen und dann würde ich sagen, gehen wir hier auf das dritte Event und ich denke mal, bei dem Event werden nicht so viele froh sein, denn es erweckt leider Erinnerungen an ein nicht so Free-to-Play freundliches Event, was wir schon mal hatten. Und zwar, wenn ich das Ganze ausrechne, haben wir insgesamt 14 Tage lang Zeit, an diese Belohnungen ranzukommen. Ich habe euch ja gerade schon gesagt, man bekommt pro Tag 45 und wenn man das Ganze mal 14 nimmt, kommt man im Endeffekt auf 630. Das heißt, wir können hier erstmal die ganz normalen Kisten einsammeln, wo wir hier an die Elite-Steine und dann hier noch eine Kiste kommen mit ein bisschen XP und Heldenstaub und ja, dann bei bis zu 630 bekommt man nicht so wirklich gute Truhen mit. Die einzige Truhe, die man noch mitbekommt, ist diese hier, die nicht diesen Inhalt hier hat mit den 20 lila Steinen und mit den XP und so weiter, ist diese Kiste hier bei 550 und zwar bekommen wir dann hier 6 normale Schriftrollen oder 3 Fraktionsschriftrollen. Ich persönlich werde euch da empfehlen, auf jeden Fall die normalen Schriftrollen zu nehmen, sind auf jeden Fall 3 Stück mehr, lohnt sich auf jeden Fall und dann haben wir hier noch eine Box mit entweder 65 lilanen, 40 goldenen Emblem, 3000 Hotelmünzen, T1, T2 Steine und dann 300 von diesen goldenen Elementarsplittern. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Wenn man ein bisschen was reinsteckt, kann man diese Kisten noch mitnehmen. Das ist im Endeffekt dieselbe Kiste. Wenn man dann noch ein bisschen mehr Geld reinsteckt, bekommt man hier noch bessere Kisten. Und ihr wisst es, wenn ihr hier richtig, richtig viel Geld reinstecken solltet, dann bekommt ihr auch im Endeffekt einen dicken Rahmen und ja, richtig viele Belohnungen. Aber muss dann, wie gesagt, jeder für sich selber wissen. Ist auf jeden Fall schade, dass hier wieder ein nicht so Free-to-Play-freundliches Event am Start ist. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben dieses Event hier und dann nochmal das große Zurückgeben. Also ich denke mal, im Endeffekt kann man sich da auf jeden Fall glücklich schätzen. Nebenbei haben wir auch zum Beispiel hier noch die ehrbaren Gaben und so weiter. Also ja, finde ich im Endeffekt jetzt nicht so schlimm, dass sie das mit reingemacht haben. Man bekommt da ja trotzdem noch Free-to-Play etwas mit. Und dann ist es noch so, dass wir hier unter Sommermode jetzt den Afa-Skin auch hier drin haben und natürlich auch den Antandra-Skin. Den können wir uns dann jeweils für 10,99 kaufen. Ja, muss auch jeder für sich selber wissen. Ich persönlich gebe kein Geld für Skins aus. Aber ja, wer es machen will, soll es gerne machen. Und ansonsten würde ich sagen, sollte es gewesen
gewesen sein von dem Video. Schreibt mir nochmal gerne rein in die Kommentare, was ihr von meinem neuen Hintergrund haltet und diesem blinkenden Streifen an den Seiten. Würde mich auf jeden Fall mal mega interessieren. Ich hoffe, euch gefällt. Und ansonsten würde ich sagen, sollte es gewesen sein von dem Video. Wir sehen uns beim nächsten. Macht's bis dorthin auf jeden Fall gut und ciao.